Und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Ja, und bevor wir hier weitermachen, schauen wir uns wie gewohnt hier mal unsere Punkte an und wie es denn hier so steht. Ich habe jetzt die aktuellen vom letzten Mal oder die, wie es jetzt steht, hier oben reinkopiert. Und da stellen wir fest, wir sind kurz davor oder einigermaßen davor, die Mini zu erreichen und auch die Kräuterhütte 2. Das andere dauert noch etwas länger, aber das schauen wir uns wie gewohnt dann am Ende dieser Staffel wieder an. Und jetzt muss ich natürlich einmal wieder umschalten kurz. Genau, so passt's. Alles klar. Wir haben Herbst, 20.43 Uhr und ich würde jetzt mal sagen, da legen wir uns jetzt gleich einmal hin und werden, unsere Frau hat sich auch gerade hingelegt, schlafen wir gleich bis zum nächsten Tag. Guten Morgen! Leopold schläft länger, wir gehen hier schnell mal raus, denn ich habe ja das vorher schon mal ein bisschen angeschaut, da geht dann langsam, gehen die Äxte zu Ende, hier sieht man schon, und da würde ich mal sagen, da basteln wir jetzt mal hier ein paar ganz einfache Äxte, damit es hier dann gleich, wenn die zu arbeiten beginnen, flott weitergeht. Wie war es jetzt wieder? Äxte, 10x Stock, 2x Stein. 10x Stock. Dann machen wir hier 30. Und auch hier den Stein, 6x Stein. Okay. Und dann müssen wir vielleicht auch mal kurz was umstellen, aber machen wir sofort. Halt. Steinaxt. Okay, dann kann es hier weitergehen. Und zwar brauchen wir unbedingt mehr Holzstämme und natürlich auch mehr Brennholz. Ich glaube mal, auf die Stöcke können wir jetzt mal verzichten. Die Bretter werden wir uns mal dann auch selber herstellen. Brennholz geht aus, aber das machen wir hier mal, fahren wir mal komplett zurück. Gehen wir hier mal nur auf Holzstämme. Im Zweifelsfall werden wir dann unsere Holzstämme, unsere Bretter selber anfertigen. So, wie schaut es da aus? Ja, sagen wir mal, wir brauchen jetzt keine Stöcke. Bretter nehmen wir hier auch einmal raus. Machen wir jetzt einmal nur volle Kanne auf Holzstämme. Und lassen wir jetzt einmal so einen Tag mal in der Richtung laufen. Kräuterhütte ist es so, da ist jetzt die falsche Jahreszeit. Da würde ich jetzt einmal sagen, die Ivona nehmen wir hier raus und setzen wir hier mit rein. Ivona hat hier auch eine 3. Genau, da wird es hier auch schon etwas besser. Noch höher mit 144. Ist vielleicht auch ein bisschen viel. Können wir es vielleicht trotzdem noch, wenn man hier sagt, auf 100. Gehen wir hier mal rein. Das wäre ja mal 4 dann. 80 Brennholz. Und man sieht hier schon, das Holz geht zur Neige. Schauen wir mal. Brennholz. Ein bisschen was haben wir noch drin. Holzstämme. Nehmen wir mal gleich 10 mit. Gehen wir mal hier gleich nach vorn. Die anfangen.
können wir hier gleich einmal ein bisschen Brennholz herstellen. Das ist zumindest jetzt einmal für den Tag reicht. Kann ich kurz einen Schluck von meinem Kaffee nehmen. Gleich 40 Brennholz wieder. So, schauen wir mal hier rein. Ja, reicht natürlich bei weitem nicht. Das reicht bei weitem nicht. Wasser ist genügend da, Nahrung auch. Aber das Brennholz. Könnten wir jetzt mal schauen. Tombiwurf wäre vielleicht nicht schlecht. Aber Tombiwurf nehmen wir mal mit. Den nehmen wir auf jeden Fall einmal mit. Und dann schauen wir mal hier rein. Bei der Jagd passt es auch. Was haben wir hier jetzt in der Scheune? Stroh fehlt. Allein sammeln sind wir durch. Okay. Das ist gut. Haben wir das schon mal. Mond können wir jetzt einmal machen. Müssen wir natürlich zwischendurch auch einmal immer nachschauen. Bei der Tierhaltung fehlen natürlich die Kühe jetzt. Und ich wollte jetzt einmal schauen mit unseren Häusern. Ja, da haben wir nämlich noch eins, das ist komplett leer und eins bauen wir gerade. Okay. Wenn wir mal ein bisschen was vielleicht noch mitnehmen, das verkaufen wir hier. Können wir gleich die Münzen hier entnehmen. Wir haben 27.000 Flachshalm. Wird zur Herstellung von Leinengarn gebraucht. Ja, wird denn eher in der Näherei Leinengarn hergestellt überhaupt? Leinengarn, ja, aber sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Und was ist. Ne. Was ist da? Moment, oder war mal hier? Ach, Leinengewebe. Na, dann machen wir doch das mal ein bisschen anders. Gehen wir mal da zurück. 10%, da vielleicht auch einmal auf 10% und hier volle Kanne Leinengarn, damit hier ein bisschen was vorwärts geht. Genau, das passt. Und vielleicht könnte man mal selber dann irgendwann Leinengewebe herstellen. Das stellen wir hier ein Leinengewebe am Tag. Gehen wir doch auch einmal hier ein bisschen zurück. Dann schauen wir mal kurz. Leinengarn 54. Machen wir doch mal hier. Vielleicht 10. Okay. 10. Leder fehlt. Okay, aber Leder bekommen wir es wieder.
Was ist in der Schmiede? Gibt es keine Brausebahn im Moment? Genau. Weil die das gerade herstellen. Okay, Zinnerz haben wir. Da fehlt auch jemand in der Werkstatt. Können wir das mal hier, ja, haben wir alles auf Null schon gestellt. Okay. Erstmal säubern. Genau, da stellt man fest, die können ja jetzt was nicht verkaufen. Und das ist irgendwas mit Kleidung. Und zwar Stiefel. Stiefel haben wir keine. Und sonst haben wir auch nichts. Gehen wir mal hier das zurück. Ja, dann ist es oben hier auch wieder weg. Das werden wir nach und nach dann wieder einstellen. Okay, schauen wir mal kurz zu unseren Fallen. Jo. Schauen wir mal. Okay. Oh, Vogelfalle, die ist defekt. Oh, die hat man gar nicht scharf gemacht, die Rattenfalle. So. Ne? Da braucht man auch zwei Stücke, zwei Steine. Einmal Stein, Stock, Stein. Hier ein Stock noch. Alles klar. Gehen wir mal gleich zurück. Ein schöner sonniger Herbsttag. Das passt. Was haben wir überhaupt? Tag 2. Oh, Fleisch haben wir. Ja, ist ja klar. Fleisch haben wir jetzt. Feder legen wir rein. Pelz. Fleisch legen wir da rüber. Schauen wir mal halt verputzen. Was ist das? Ah, Nahrungsmittellager. Da wird es da schon etwas besser. Sehr gut, das klopfen wir hier noch drauf. Alles klar. Gehe ich schnell mal hier runter und sammle auch noch ein bisschen Stroh. Die auch wieder Tierfutter hier genügend herstellen. Ja, und es müsste doch eigentlich die Kühe in Gostomia geben. Da war doch hinten der Sobimir, der Kühe hat. Okay, ich glaube, da mühen wir uns jetzt nicht mehr länger ab.
Legen wir das Stroh hier rein. Weil Geld haben wir ja genügend. Reiben wir mal schnell nach Großtobia. Nehmen wir mal unseren Esel. Wir brauchen natürlich dann auch jemand, der die Kühe betreut. Ist klar. Und was man noch nicht vergessen darf, das hatte ich ganz übersehen, dass man ja für die Schafschuhe eine Schere braucht. Da will ich sagen, diese müssen wir uns natürlich freischalten. Und können die dann auch gleich selber herstellen. Jetzt wieder schauen, weil das hier so hin und her gesprungen ist. Ist etwas nervig, sage ich mal ehrlich gesagt. Oh, Fischerhütte. Da fehlt der Fischbär. So, jetzt schauen wir mal hierher. Wer ist hier da? Willst du mit, Amelia? Hallo. Willst du mit ins Dorf? Ja, dann komm. Amelia. Für dich haben wir ein Haus. Und du darfst dann gleich hier in den Kuhstall rein. Tierzüchter. Tierhaltung, Stall, Eimer mit Milch, keine Tiere. Gehen wir doch mal gleich voll rauf, aber werden wir gleich Tiere haben. Habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut, was wie geeignet die überhaupt ist. Eins. Wir haben ja nicht die riesige Menge an Milch bekommen. Aber hier gibt's doch Kühe, das sehe ich ja von da aus. So bei mir, hast du Kälbchen für mich? Wie viel kostet es denn? 1801. Okay, ab in Kuhstall. Jawohl. Und da sehe ich noch eins. Nee, so einen Riesen wollen wir nicht. Gehen wir hier raus. Die haben sich hier verhakt. So wie mir, wie steht's? Habe ich was dabei für dich? Vielleicht. Schaut hier nicht so aus. Du bekommst auch schon graue Haare. Have a good day. Ah, da ist der Kleine. Müssen wir jetzt zwei drin haben. Keine Tiere. Aber es wird noch werden. Wieso haben wir ja keine Tiere? Die Stimmung steigt. Ach so, weil die noch nicht ausgewachsen sind. Die können ja noch keine Milch geben. Ja, macht ja nichts. Reiten wir doch mal gleich zurück.
kurz einen Blick auf die Uhr geworfen. Sagt mir, dass eigentlich unsere Zeit schon wieder abgelaufen ist. Und da würde ich auch sagen, dann, wir haben ja noch viel zu tun, viel zu vorzubereiten. Hier fehlt der Fischerspeer. Dann müssen wir mal schauen, wie es sonst weitergeht. Und dann werden wir natürlich auch für unsere Schafschuhe brauchen wir, wo ist jetzt der Pferch? Genau. Ach, da haben wir noch eine Schere. Da haben wir noch eine Schere drin, wusste ich jetzt gar nicht mehr. Aber okay, kann man auch nachlegen. Alles klar dann. Ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.